Der Erfolg einer qualitativen Forschungsmethode steht und fällt mit der Auswahl einer geeigneten Stichprobe. Aber wie wählst du aus, was Teil der Stichprobe sein soll? Wie groß soll sie am Ende sein und wie beschreibst du das Vorgehen im Methodenteil? All diese Fragen gehören in rund 8 Minuten der Vergangenheit an. Denn dann kennst du die Antworten. In diesem Video widmen wir uns gemeinsam dem Thema Stichprobe. Und zwar im Rahmen qualitativer Forschungsmethoden. Egal, ob du Interviews führst, Dokumente sammelst oder Social-Media-Inhalte auswertest. Nach dem Schauen dieses Videos weißt du alles über die Auswahl, Größe und Beschreibung deiner optimalen Stichprobe. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Bevor wir starten, abonniere unbedingt noch schnell meinen Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir dein Studium gemeinsam auf das nächste Level bringen können. Außerdem möchte ich mich herzlich bei Scribber dafür bedanken, das heutige Video unterstützt zu haben. Bist du auf der Suche nach einem professionellen Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit? Dann kann ich dir das Team von Scribber nur absolut ans Herz legen. Schaue einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze E-Mail an info@schreib.de für einen exklusiven Gutscheincode. Das Ziel einer Stichprobe. In deiner wissenschaftlichen Arbeit möchtest du nach Möglichkeit zu Ergebnissen kommen, welche die Realität bestmöglich beschreiben. Zu dieser Realität gehören eine Menge Elemente. Das können in diesem Zusammenhang Menschen sein, aber auch Dokumente oder Social Media Postings. Je nachdem, was deinen Forschungsgegenstand am besten beschreiben kann. Wenn du wissen willst, welche Strategien politische Parteien auf YouTube verfolgen, dann könntest du zum Beispiel die PR-Beauftragten der Parteien interviewen. Aber noch besser wäre es sicherlich, die Videos einfach direkt auszuwerten. Die erste Argumentation, die du für deine Stichprobe leisten musst, ist also, warum ist gerade dieses Material bestmöglich dazu geeignet, die eingangs aufgestellte Forschungsfrage zu beantworten? Hast du dich auf die Art des Materials festgelegt, ist die konkrete Auswahl der Elemente der nächste Schritt. Mal angenommen, die Wahl ist auf Interviews als Datenmaterial gefallen. Dann stehst du nun vor der Herausforderung, die richtigen Interviewees aus allen möglicherweise verfügbaren Menschen herauszufiltern. Die Gesamtheit aller Menschen, die zum Forschungsgegenstand beitragen, sind in diesem Fall die Grundgesamtheit. Da du aber nicht mit allen sprechen kannst, musst du einen Weg finden, wie du eine kleinere Gruppe von Menschen findest, die diese Grundgesamtheit bestmöglich repräsentiert. Es kann natürlich auch vorkommen, dass du gar keine Stichprobe brauchst, sondern tatsächlich alle Elemente der Grundgesamtheit analysieren kannst, zum Beispiel alle YouTube-Videos der regierenden Parteien in einem festgelegten Zeitraum. Regeln für die Ziehung einer Stichprobe. Da es aber wirklich in den seltensten Fällen vorkommt, dass du alle Elemente analysieren kannst, machen wir mit der sogenannten Ziehung der Stichprobe weiter. Hier unterscheidet die Literatur grundsätzlich zwischen zwei Vorgehensweisen. Erstens die zufallsbasierten Verfahren. Diese Verfahren sind selbsterklärend. Es wird einfach eine Teilmenge der Grundgesamtheit bestimmt, welche dann die Stichprobe bildet. Dafür müssen jedoch zwei Voraussetzungen gegeben sein. Erstens, du hast Zugriff auf alle Elemente. Bei Interviews ist das eher schwierig. Du kannst kaum wissen, geschweige denn nachweisen, dass dir wirklich alle potenziell relevanten Interviewees zur Verfügung stünden. Dieses Problem führt auch gleich zur zweiten Voraussetzung. Es muss klar definiert sein, wie sich die Grundgesamtheit zusammensetzt. Analysierst du zum Beispiel eine Sammlung an Dokumenten, wie Geschäftsberichte oder ähnliches, dann ist es durchaus möglich, dass du hier zufällig aus der Grundgesamtheit auswählen kannst. Hier würde eine zufallsbasierte Stichprobe also durchaus Sinn machen. Zweitens, nicht zufällige Verfahren. Dieses Vorgehen der Stichprobenziehung wirst du in qualitativer Forschung häufig antreffen. Eine Limitation dieser Vorgehensweise ist, dass die Repräsentativität nicht 100%ig sichergestellt werden kann. Es ist für dich kaum möglich, vorher zu entscheiden, welche exakte Ansammlung von Interviewees nun perfekt die Grundgesamtheit widerspiegelt. Diesen sogenannten Selection Bias kannst du im Fazit deiner wissenschaftlichen Arbeit unter Limitationen aufführen. Aber Sorgen musst du dir darüber nicht machen, denn in der qualitativen Forschung ist die Verallgemeinerung hin zu einer absoluten Wahrheit eh nicht das oberste Ziel. Die Maxime sollte es sein, so systematisch wie möglich vorzugehen.
Lege also exakte Kriterien fest, wie deine utopische Stichprobe aussehen könnte. Und immer wenn irgendwas dazwischen kommt, jemand sagt den Interviewtermin ab, ist krank oder wechselt die Organisation, dann suchst du immer nach der nächstbesten Lösung. Neben der Repräsentativität ist Nachvollziehbarkeit ein sehr wichtiges Kriterium. Beschreibe also in deinem Methodenteil so genau wie möglich, wie du vorgegangen bist und nach welchen Kriterien deine Stichprobe entstanden ist. Welche Kriterien du genau anlegst, hängt immer davon ab, welche Forschungsfrage und welche theoretischen Annahmen deiner Arbeit zugrunde liegen. Außerdem hast du dich wahrscheinlich für ein methodologisches Framework entschieden. Hier findest du Hinweise darüber, welche Kriterien die Autorinnen dieses Frameworks zur Stichprobenziehung empfehlen. Ein Beispiel. Du hast dich für Experteninterviews nach dem Vorgehen von Meuser und Nagel entschieden. Hier müsstest du nun im Buch der beiden nachschauen und herausarbeiten, nach welchen Kriterien sie einen Experten definieren. Diese wendest du dann bei der Akquise von Interviewees an und argumentierst in deinem Methodenteil, wie und warum deine Stichprobe diesen Kriterien genügt. Bestimmt hast du schon mal von Quoten gehört, die eine Stichprobe erfüllen soll. Sofern du keine weiteren Vorgaben hast, dann sollten die Quoten immer so verteilt sein, wie sie auch in der Grundgesamtheit vorkommen. Wenn du beispielsweise Experten aus einem bestimmten Bereich der Modebranche interviewst und hier üblicherweise 60% der Grundgesamtheit weiblich sind, dann sollte sich diese Quote auch in deinem Sample wiederfinden. Aber auch nur, wenn dir die Quote der Grundgesamtheit überhaupt bekannt ist. Und wie groß soll die Stichprobe sein? Das ist die wohl am häufigsten auftretende Frage, die ich gestellt bekomme. Eine pauschale Antwort gibt es nicht. Auch nicht für anderes Datenmaterial als Interviews, denn der Umfang der Stichprobe hängt immer sehr stark von der jeweiligen Methode ab. Einen Hinweis geben uns Glaser und Strauss, zwei der einflussreichsten Autoren in der qualitativen Sozialforschung. Nach dem Prinzip der theoretischen Sättigung ist die optimale Stichprobengröße dann erreicht, wenn zusätzliche Daten keine neuen Erkenntnisse mehr hervorbringen. Diesen Sättigungspunkt in einer studentischen Abschlussarbeit oder anderen Arbeit genau zu treffen, ist allerdings schwierig und wird auch meistens nicht erwartet. Stattdessen kannst du dich an die Regel halten, dass die Durchführung der Methode, das heißt Datensammlung und Auswertung, nicht länger als ein Drittel der zur Verfügung stehenden Zeit beanspruchen sollte. Im Methodenteil sollte deine Stichprobenauswahl ausführlich beschrieben werden. Dabei kannst du alle in diesem Video genannten Aspekte aufgreifen. Also methodologische Annahmen, Auswahlkriterien, die Repräsentativität, die Nachvollziehbarkeit und den Umfang. Die Limitationen diskutierst du hier nicht, sondern verschiebst sie auf das Fazit. Im Methodenteil geht es ausschließlich darum, für dein Vorgehen zu argumentieren. Bei jeder guten Beschreibung einer Stichprobe darf auch eine Tabelle nicht fehlen. So kannst du deine Stichprobe auf einen Blick sichtbar machen. Füge hier die wichtigsten Informationen ein, wie in diesem Beispiel eines Interview-Samples. Interview-ID, Jobbeschreibung oder Funktion, Erfahrung, Alter, Geschlecht und Länge des Interviews. Beachte, dass du jederzeit die Privatsphäre der Teilnehmenden wertschätzt und alle Daten anonymisierst. Hast du Fragen zur Stichprobe deiner wissenschaftlichen Arbeit? Dann ab damit in die Kommentare. Und falls dir dieses Video ein wenig weiterhelfen konnte, dann freue ich mich über einen Klick auf den Like-Button. Bis zum nächsten Mal, dein Philipp.